Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die einen haben es wahnsinnig gern und würden am liebsten schon zum Morgen Unmengen davon essen. Die anderen könnten in Anführungszeichen verbrannten Geschmack vom Toastbrot überhaupt nicht schmücken. Schon in biblischen Zeiten hat man das Brot geröstet. Damals allerdings, um es länger haltbar zu machen. Erst viel später ist man auf den Geschmack gekommen und hat das besondere Aroma gelernt zu geniessen. Die meisten von uns denken beim Stichwort Toastbrot sofort an England. Vermutlich haben sie die Römer auf die Insel gebracht. Von dort ist es mit den Auswanderern nach Amerika gelangt und zum Glück auch zu uns. Das Toastbrot oder Englischbrot, wie man bei uns noch lange gesagt hat, ist ein feines Weizenbrot aus Mehl und ein paar weitere Zutaten, die es braucht, damit sich der Toast eben vom übrigen Brot unterscheidet. Bei uns im Bistro begrüße ich den Erwin Knecht, verantwortlich für Technologie und Produktentwicklung bei der Panofina in Wallisellen. Grüezi, Herr Knecht. Guten Abend, Susanne. Guten Abend miteinander. Herr Knecht, was macht einen guten Toast aus? Wie schon erwähnt, braucht es ein paar spezielle Zutaten, damit sich das Brot beim Erhitzen gleichmäßig goldbraun färbt und der typische Geruch und Geschmack vom Toast entsteht. Neben Mehl sind das hauptsächlich Milch, Hefe, Zucker, Fett, die maschinell geknetet und zu Teigling verarbeitet werden. Typisch für das Toastbrot ist nebst der Form die schwach ausgeprägte Kruste und die gleichmäßig feinporige Struktur der Krume. Wie man das erreicht und auf was es ankommt, haben wir in einem kleinen Film festgehalten. Hier sieht man die spezielle Teigteilmethode. Die heisst in der Fachsprache Four-Piece, die einem Brot eine besonders feine Porung und Stabilität verleiht. Dann gehen die Teigling mitsamt der Form für ein paar Stunden auf die Reis. Zuerst in den Gärschrank und dann in den Ofen. Nach einer gewissen Auskühlzeit werden die gebackenen Brot noch warm geschnitten und verpackt. Toastbrot lässt sich übrigens sehr gut tief kühlen. So bleiben sie lang frisch und bei Bedarf kann man Scheibe für Scheibe einzeln rausnehmen. Danke, Herr Knecht. Ist gern geschehen. Weil Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, offerieren wir Ihnen auch verschiedene Toastbrote. Buttertoast, American Toast, Mekontoast, Naturaplan Biovollkorntoast und die gängigste Sorte, der Sandwich-Toast in zwei Grössen, die nochmal verbessert worden ist. Alle Gob-Toastbrote haben übrigens eine neue Verpackung bekommen, für noch mehr Frische und zum Wiederverschliessen nach jeder Scheibe, die man gebraucht hat. Auch das beste Toastbrot braucht einen Toaster. Unzählige Modelle sind in den letzten Jahrzehnten entwickelt worden, auch für Coop. Neben dem bisherigen Basismodell Brunchline und einem bewährten Sandwich-Toaster gibt es von Satrap neu den Chroma-Toaster für gehobene Ansprüche. Dass Toastbrot aber mehr als nur eine Unterlage für Butter und Gomfi ist, beweist das Rezept von Betty Bossi aus dem Teleskop. Der Geschmack des Gemüses schlussendlich in Flüssigkeit drin ist. Der Lauch auch schön fein geschnitten in Lamellen. So. Das Ganze dämpfe ich kurz an. Dann nehme ich, wo willst du jetzt mit diesen Pilzen und mir her? Ich tue da meine schönen Meeresfrüchte oben drauf. So. Das ganze Rezept sehen Sie morgen über Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Vor 10 Jahren war es stark von Coop Naturaplan mit Produkten aus biologischem Landbau und artgerechter Tierhaltung. Heute sind in unseren Läden mehr als 1'500 Produkte von Coop Naturaplan erhältlich. Mehr über das erfolgreiche Thema Naturaplan erfahren Sie heute in einer Woche. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!